1-2-1-2-1-2, das ist der Ton. Luft. Wir wollten einfach mal jetzt hier mal die Ampeln auf grün machen oder was. Das war einfach jetzt mal Zeit, dass wir uns jetzt eben nicht hier so für 30 Minuten wieder festlegen für 11 Lieder. Wir wollten, hatten Bock auf viele Songs, vielleicht mal andere Produzenten, vielleicht auch mal selber machen, vielleicht einfach mal durchlüften unseren Proberaum und das Studio und dann irgendwie den Spaß neu erkennen zum Plattenmachen, weil bei einer 8. Platte muss man sich lässt man sich irgendwie das Frische einfallen oder man fängt an, sich so langsam zu wiederholen und da haben wir nicht so Bock drauf. Das war wie immer, Demos wurden vorgespielt und dann wurde aber einfach konsequent für diese Idee gegangen, die halt dann da war und dann wurde sich direkt auch für diese Idee ein Produzent überlegt und wenn halt die Idee eher so clubmäßig war, dann wurde da halt jemand geholt, der schon mal mit Hip-Hop-Club-Produktionen was zu tun hatte oder wenn das halt eine eher Ruffle Geschichte war, naja, dann hat man das mit Moses gemacht und dann wurde der Song live aufgenommen und so wurde jeder Song sehr konsequent zu Ende geführt. Mein Vater hat gesagt, meisterlich. Der hat immer recht, mein Vater. Und ich sage euch, es ist das beste 8. Album aller Zeiten. Zeitenwende, ja? Prince und David Bowie und Rechtsruck. Terror und fucking Donald Trump, really? Okay, New World. Und genau in der Zeit sitzen wir in seinem Proberaum, wir sitzen da von Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr und versuchen Unterhaltung zu machen. Und da fängst du dann an, also, dann sind wir jetzt auch keine 22 mehr, die nicht immer nur, die einfach über eigentlich über 22 Jahre guckst du doch nicht auf die Welt, da machst du doch einfach nur dein Ding. Jetzt haben wir alle Kinder und natürlich hat das Spuren hinterlassen und natürlich gibt es ein paar Songtexte, die das Jahr hat förmlich forciert. Ja, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja nun mal unser Job, in dieser Band zu spielen und klar sind wahnsinnig schlimme Sachen passiert, aber man, also das Einzige, was wir können, ist das machen und dann versucht man das halt so gut wie möglich zu machen. Wenn man das richtig gut macht, kann man ja in irgendeiner Art und Weise ja, seinen Teil dazu beitragen, dass die Welt, und wenn es jetzt ein bisschen hippiemäßig klingt, ja dann doch vielleicht nicht nur aus Scheiße besteht. Ich glaube, dann bei Rock im Park von der Bühne zu gehen und das zu hören mit dieser Terrorwarnung, das war halt komisch, aber dann am nächsten Tag bei Rock am Ring zu stehen und zu wissen, dass wir jetzt gleich spielen, da ging es eigentlich nur noch um die Aufregung, die immer da ist. Da war, ich habe in keiner Sekunde dran gedacht, dass da vielleicht jetzt irgendwie wegen dem Terror, da war eh alles safe dann, wisst ihr, wenn eh mal so eine Terrorwarnung ist und jetzt ist das Festival wieder offen, dann gucken sie an jeder Ecke, da musste man sich keine Sorgen mehr machen, aber die Aufregung ist schon doll. Total. Man freut sich ja selten und da habe ich mich so gefreut und dann hat Thorsti auf unserer Facebook-Seite gepostet, wir haben, machen wir mal kurz das passende Lied dazu, wir haben nicht an diesen Zusammenhang gedacht, aber ich finde es sehr schön, dass wir damit in Verbindung kommen jetzt, weil wir hätten auch mit Ja gestimmt. Ich wusste nicht mal, dass darüber noch diskutiert wird. Also jetzt wäre meine nächste Frage gewesen, wie sieht in Österreich echt, also absurderweise redet man darüber. Klar machen wir das, aber ich denke mir so, also wie, wo sind wir denn, dass man darüber redet, dass es da überhaupt noch ein, und dass es Leute gibt, die hier in unserem Land was zu sagen haben und die dann aber sagen, ich bin dagegen. Also da, das ist eh schwierig, also von daher. Just let me be a man. Let me be a man. Let me be a man.